1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Jetzt bitte ich meine Regie mal, einen Knopf nochmal zu drücken, weil ich nichts mehr höre. Hallo? Ja, da sind wir. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Unser Thema heute Nacht heißt, ich bin anders. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die von sich aus sagen, ich bin anders. Ich entspreche gar nicht der Norm. Ich bin gerne anders oder ich leide auch darunter. Ich bin ein Außenseiter. Wenn ihr mich anrufen wollt zu dem Thema 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer, die erste Anruferin oder die ersten Anruferinnen, das sind Trinchen und Heidi. Hallo. Ja, hi, grüß dich, Domian. Mit wem spreche ich jetzt? Hier ist Trinchen. Trinchen, ja. Ich grüße dich auch. Hallo. Ja. Du hast dich zu dem Thema gemeldet, ich bin anders. Genau, ja. Und ihr habt mich zurückgerufen. Das fand ich total super. Ja, warum bist du anders? Ja, ich bin halt anders, weil ich halt ein Mann bin. Du bist ein Mann? Genau. Mhm. Und aber wie man von meiner Stimme vielleicht auch hört, ich bin halt sehr, sehr feminin. Ja, ich hatte jetzt im ersten Mal auch gedacht, es ist eine Frau und Trinchen klingt ja auch so ein bisschen wie Frau. Ja, aber ich bin ein richtiger Mann. Ja. Aber vom Bildlichen her klappt es noch nicht richtig. Von was? Vom Bildlichen her klappt es noch nicht richtig. Ich verstehe das nicht, vom Bildlichen? Nee, ist egal. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist vom Bildlichen her. Vom Bildlichen, ah ja. Genau, sehe ich nicht aus wie ein Mann. Ja. Aber ich bin sehr gerne ein Mann. Also du bist ein transsexueller Mensch oder ein Transvestit oder wie kann ich das verstehen? Ich würde sagen, ein Transgender. Das heißt, ich lebe gerne als Mann und auch sehr, sehr gerne als Frau. Ja. Ich liebe Menschen sehr gerne. Ja. Ich lache sehr gerne mit denen zusammen. Ich bringe die gerne zum Lachen. Ja. Ja, und ich fühle mich dabei sehr, sehr wohl. Das ist ja sehr schön, da freue ich mich. Also wenn ich zum Beispiel auf der Straße bin und ihr einer sagt, hey, so sieht es geil aus. Und ja. Sagt, hey, Moment mal, ich bin ein Typ, voll geil. Ja. Dann erschrecken wir. Jetzt steht hier auf meinem Monitor Heidi. Wer ist Heidi? Moment. Hallo, guten Abend. Ja, hallo, spreche ich jetzt mit Heidi? Morgen. Ja, guten Morgen. Du bist Heidi. Du bist Heidi. Ich bin die Frau. Ach, du bist die Frau. Genau. Du bist die, jetzt verstehe ich allmählich, du bist die Ehefrau von Trinchen. Genau. Trinchen ist der Frauenname von deinem Mann. Richtig. Wie heißt dein Mann denn als Mann? Benjamin. Genau. So, jetzt wird mir einiges klar. Also da ist das Ehepaar, wo der Mann gerne sich als Frau gibt. Ja. Ist also, das so? Ich muss auch sagen, also ich habe das so ein bisschen forciert. Du hast es forciert? Ja, weil mir gefällt das. Ich selbst bin ja bisexuell. Ja. Und ich muss sagen, so habe ich halt zwei in einem. Aha, also von deinem Mann, von Benjamin, ging das gar nicht aus, dass er sagt, ich will mich als Frau verkleiden und will mich als Frau geben, sondern von dir ging das hauptsächlich aus? Ja, zuerst mal von mir aus. Und ich habe halt so seine feminine Ader entdeckt. Wie, hast du zu deinem Mann gesagt, hier, pass mal auf, zieh dir mal ein paar Pumps an und ein... Ja, ich habe halt mal ein bisschen Wäsche hingelegt ab und zu. Nein, wirklich? Ehrlich? Er von sich aus kam gar nicht der Wunsch. Du hast gesagt, hier, mach das mal. Ja, so nach und nach. Und irgendwann hat es ihm dann auch gefallen. Es gefällt ihm sogar sehr gut jetzt und mir auch. Wie lange seid ihr verheiratet? 7 Jahre. 7 Jahre. Und seit wann gibt es jetzt schon Trinchen? Seit circa 1,5-2 Jahren. Jetzt, wir reden gleich weiter, Heidi. Gib mir bitte nochmal deinen Mann oder das Trinchen zurück. Ja, natürlich. Wie lustig ich jetzt echt. Hallo, Domian. Ja, pass auf. Jetzt bin ich aber ganz baff. Warum das? Weil die Heidi mir gerade erzählt hat, dass sie dich dahin quasi so geschubst hat, dich als Frau zu verkleiden, dich als Frau zu geben. Ja, ich habe mich halt so ein halbes Jahr lang mal gewehrt, weil ich gesagt habe, das kann nicht sein, das mache ich nicht. Ja. Und dann hat sie ja Geburtstag gehabt, dann komme ich und sagt, was soll's, ich mach's mal. Ja. Und dann habe ich mich halt richtig mal professionell stylen lassen, ohne mich zu sehen. Und irgendwann war ich halt komplett fertig. Und das, was ich dann gesehen habe, war halt ein anderer Mensch. Und ja.
Also gar nicht entsprechend. Und es gab vorher so in deinem Leben nie so die Veranlagung, die Sehnsucht, die Gedanken, dich als Frau zu verkleiden eventuell oder dich als Frau zu geben? Nein, überhaupt nicht. Also, jeder normale Kerl hätte wahrscheinlich gesagt, wenn seine Frau ihm das vorgeschlagen hätte, hier, spinnst du? Das mache ich nicht. Nee, also sag mal so, ich habe es nie gemacht, ich habe es auch nie gedacht, dass ich es mal hier machen würde, aber ich denke mal, wenn man so über 30 Jahre lang Hosen anzieht und mal die Beine was anderes spürt, tatsächlich etwas anderes, das ist ja lustig. Nicht eine sexuelle Begierde oder sexuelle Befriedigung, es ist einfach der Reiz von was Neuem. Also insofern passt ihr beide ja hervorragend in unser Thema heute Abend rein, ich bin anders oder wir sind anders, ich bin anders. Wie oft gibst du dich denn als Frau? Oh je, also das letzte Mal als Mann war ich, glaube ich, vor 2 Wochen. Ach so, also ist das schon so, dass du es fast jeden Tag dann machst? Ja, wir haben nämlich auch, ich habe einen Gegenwind.tv und da geht es immer ein was? So richtig einen, ich mache immer so Partys mit Transgendern. Ja. Das heißt halt Gegenwind.tv, gell? Und red mal so ein bisschen klar, damit wir das alle verstehen. Das sind so Begriffe, die verstehen wir gar nicht. Meine Frage ist, wie oft du dich als Frau so in die Öffentlichkeit begibst? Also eigentlich fast täglich, soweit es geht. Ja, hast du da auch einen Job? Ich habe na klar auch einen Job, ja. Und gehst du zum Job auch als Frau? Ja, selbstverständlich. Nein, ehrlich? Ja, auch zum Arzt oder zum Einkaufen, wer weiß was. Was machst du vom Beruf? Ich bin IT-Techniker. Was bist du? ITler. Informationstechnologe. Informationstechnologe. Genau, ja. So, und wie lange arbeitest du da schon? Fast 2 Jahre. Haben die dich denn auch als Mann damals gekannt und eingestellt? Ja, als Mann gekannt, eingestellt. So, und dann tauchst du plötzlich als Trinchen da auf, dann denken die doch, jetzt fällt die Welt zusammen, oder was? Selbstverständlich nach der Probezeit. Ist klar, ja, ja. Aber dennoch. Sag mal so, ich ziehe mich ja nicht sexistisch an, aber halt sehr feminin und das ist immer so dezent, teuer und dezent. Ja gut, was heißt sexistisch? Ich gehe davon aus, dass du ein Kleid an hast, dass du eine Perücke auf hast, dass du dich schminkst und dann... Nein, das sind meine echten Haare. Na gut, aber dass du dich als Frau zurecht machst. Ja, genau, das stimmt, ja. Also du trägst Kleider und du trägst Pumps. Ja. Du schminkst dich und machst dir die Haare auch. Und wenn man dich auf der Straße sieht, würde man denken, na, könnte eine Frau sein. Das ist eine super süße Frau. Eine super süße Frau, so. Da ist doch jeder Arbeitgeber erstmal dann geschockt, oder nicht? Ja, ich denke mal so, wenn man halt mit Niveau ein bisschen anspannt und sagt, hey Leute, ich habe da mal ein Faible oder ein bisschen was, ich mache meine Arbeit dementsprechend kompetent, dann funktioniert es. Und wenn man eine Sympathie entwickelt, ja, ja. Ergeben kann, ich gratuliere dir, dass es eingestellt ist, dann funktioniert es tatsächlich. Ja, ja, es ist schön zu hören, dass es so funktioniert, aber ich glaube, dass es ja sicher viele Arbeitsumfelder gibt, wo das nicht so funktionieren würde. Oh, ich bin hier in Neidlingen, das ist ein ganz kleiner Dorf. Ein ganz kleines Dorf. Und ich habe in Neidlingen vor kurzem eine Party veranstaltet mit über 100 Trannies. Wie? Und auch die Nachbarn und die Leute? Alle dabei. Und die stören sich nicht daran? Nein, die waren sogar mit dabei, aber das war einfach genial. Ich kann's ja also die kamen aus Schweiz, Österreich, wer weiß was, die ganzen Trannies. Und ja gut, dass die natürlich... das ganze Dorf hat's ja gesehen, was ist denn da los? Mhm. Und dann haben sie halt mitgemacht. Gibst, also, gibst du mir die Heidi nochmal, Trinchen? Na klar. Ja, so. Ich bin völlig erstaunt darüber, Heidi, dass das so im Alltagsleben mit ihm so gut funktioniert. Auf der Arbeit, in der Nachbarschaft. Ich höre ja im Prinzip ja, eigentlich nur immer solche Geschichten, dass Leute dieser Art ausgegrenzt werden und große Schwierigkeiten haben. Überhaupt nicht. Ich denke einfach, wir sind halt sehr positiv eingestellt. Ja. Sind auch sehr positiv auf die Leute zu. Ja. Ja, und was halt schön ist, ich kann das wirklich jeder Frau empfehlen, ihren Mann mal Frauenkleider anziehen zu lassen. Naja. Dann denke ich mal, können manche Männer auch unsere Frauenprobleme besser verstehen. Also ich möchte keine Frauenkleider anziehen. Muss doch nicht. Wie groß ist das Dorf, in dem ihr da wohnt? Oder der Ort? Wie viele Einwohner? 2000 Einwohner so. Wie viel? 2000 Einwohner. Und ihr seid nicht das Gespött der Leute? Überhaupt nicht. Wahnsinn, das ist ja unglaublich. Nein, wir werden mit sehr viel Respekt behandelt. Ja. So, und habt ihr Kinder eigentlich? Wir haben auch Kinder, ihr habt doch Kinder. Wie alt sind die? Also meine ist schon groß, 22. Ja. Und der Kleine ist 12. Und wie geht der damit um, dass der Papa plötzlich von Benjamin zum Trinchen mutiert ist? Er findet das cool. Er findet das cool. Moment mal. Vor kurzem hat er gesagt, Papa, gehst du mal im Partnerlook mit der Heidi ins Kino mit mir zusammen? Da sind wir halt das ist ja als Frauen ab ins Kino. Also eine heile Welt. Das ist so
wunderschön. Ich denke mal, es kommt immer drauf an, wie gesagt, die Sympathie muss stimmen. Also einfach, man muss neutral bleiben. Ja, ja, schon. So wie ich bin und aber ich, was meinst, ich viele Leute, sehr gerne und es funktioniert. Was meinst du, wie viele Leute neutral bleiben und auch gerne lachen und dennoch von der Umwelt ausgegrenzt werden? Ne? Also ihr habt einfach Glück. Ihr habt Glück und seid wahrscheinlich auch sehr nette Leute. Deswegen funktioniert das. Gibst du mir die Heidi nochmal? Ja. 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 Ich wollte dich gerade noch fragen, Heidi, der wirklich so die Hauptmotivation und der Antrieb war, dass du eine bisexuelle Ader hast. Genau. Und deinen Mann eigentlich so in beide Richtungen gerne mal erleben würdest wollen. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Siehst du ihn denn jetzt mittlerweile eher als Frau oder wirklich so als Twitterwesen? Nein, ich würde sagen, ich sehe beides in, ja, doch, als Twitterwesen, würde ich schon sagen. Ja. Und wie ist das so sexuell? Im Bett ist er ja. Ist er da nackt und du siehst dann den Mann vor dir liegen oder ist er im Bett irgendwie auch feminin angezogen? Teilweise auch, ja. Also er ist halt, als wenn er als Frau ist, sehr viel zärtlicher. Ja. Als Mann kann er halt schon auch sehr machohaft sein. Wie habe ich mir das vorzustellen? Schläft er dann in einem Frauenschlaf, Dessous oder wie geht das nachts? Das ist unterschiedlich. Das ist unterschiedlich. Er hat auch Nachthemdchen, ja. Ja. Was magst du mehr an ihm? Das Weibliche oder das Männliche? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Also ich denke auf jeden Fall, so wie er jetzt ist, das Weibliche. Ja. Hast du den Eindruck, dass es so im Laufe der Zeit, so sehr lange praktiziert ihr das ja noch gar nicht, dass es sich doch immer mehr hin zu dem Weiblichen entwickelt? Nein, die Angst habe ich nicht. Hast du nicht? Ja. Weil es einfach so eine Art Spiel ist. Ja. Ja, und deswegen, diese Angst habe ich nicht. Ja, und du möchtest ihn, was den Körper anbelangt, auch als Mann behalten? Auf jeden Fall. Also nicht irgendwie ganz fern, dass es irgendwann mal eine Operation gäbe oder so etwas? Nein, nein. Auf keinen Fall. Das steht außer Frage. Mhm. Das steht außer Frage. Ja, da seid ihr aber wirklich sehr ungewöhnliche Leute, muss ich nochmal sagen. Und ich freue mich sehr darüber, dass ihr so gut euer ungewöhnliches Leben leben könnt und das sogar in einer kleinen Stadt. Das ist was ganz Ungewöhnliches und Tolles, finde ich. Ja, danke schön. Also macht weiter so und alles Liebe und alles Gute und grüßt das Trinchen nochmal von mir. Tschüss. Ja, tschüss. Das ist ja schrill, das ist ja hyperschrill. Ihr Lieben, unser Thema heißt, ich bin anders. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die von sich aus sagen, ja, ich bin anders. Ich bin gerne anders, weil ich gar nicht so langweilig sein will, so wie die Masse und wie die Normalos. Oder auch mit Menschen möchte ich gerne reden, die unfreiwillig anders sind und die darunter leiden, die Außenseiter sind, vielleicht aufgrund einer Erkrankung, aufgrund einer gesellschaftlichen Stellung, vielleicht auch aufgrund mangelnder Schulbildung oder was es alles so gibt. Also, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, ich bin anders, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Stefan, 27 Jahre alt. Hallo Stefan. Stefan. Ja, hallo Domian. Hallo, du bist da und du bist dran. Jawohl. Ich grüße dich. Inwiefern bist du anders? Also bei mir ist es folgendes, ich bin seit meinem dritten Lebensjahr gut, im gewissen Sinne Wollfetischist. Wollfetischist? Ja. Was heißt das? Also es hat bei mir im Kindesalter angefangen, habe halt immer gerne Schmusedecke bei mir gehabt. Ja. So kuschelig warm und so, war halt irgendwie ein angenehmes Gefühl so. Ja. Das hat sich jetzt im Laufe der Jahre halt Jahrhundert immer weiterentwickelt. Also, dass man als Kind das schön findet, irgendwas Kuscheliges an sich zu haben, ist nachvollziehbar. Aber was ist jetzt der Fetisch daran? Was bedeutet das jetzt? Ja, also das hat sich immer weiterentwickelt. Also ich brauche es jetzt oder habe es sehr gerne beim Sex mit dabei eben. Ach so, eine Wolldecke. Wenn die Frau jetzt eine Decke sich drüber legt und so, dann gefällt mir das halt das Weiche und das Haarige. Ach so. Also es ist immer was Sexuelles jetzt auch. Wenn du eine kuschelige Wolldecke spürst oder fühlst, also ich hat das komme einen relativ schlecht ohne dem Ganzen inzwischen. Also soweit ist es. Ja. Also es klappt manchmal nach einer halben Stunde, aber meistens dann nicht, wenn nichts dabei ist. Und also es ist halt jetzt relativ schwer, also ich finde es zwar schön auf deiner Seite, aber es ist relativ schwer, jemanden zu finden, der das akzeptiert. Ja, es wird reichen, wenn es einen Mohair-Pullover anhat oder Angora-Pullover anhat. Ja genau, das wollte ich jetzt fragen. Was genau muss während der sexuellen Aktion die Frau anhaben oder bei sich haben? Ein Pullover? Wäre schön, Pullover zum Beispiel. Ein Wollpullover. Wollpullover, was das jetzt ist, Schuhe, Wolle, Angora. Würden schöne Wollsocken auch ausreichen?
Also relativ wenig jetzt am... Ja, ist zu wenig. Bisschen zu wenig vom Rand. Und so, so ein schöner handgestrickter Wollschlüpfer? Ja, sowas gibt's alles in Fetischbereich zu kaufen dann auch, ja. Ja, gibt es das zu kaufen in der Tat? Das gibt's, also gibt mehrere Homepages, die das anbieten. Mhm. Und aber das Liebste ist dir, wenn deine richtige, wenn deine Freundin, die Frau, mit der du Sex hast, wenn die eingehüllt ist beispielsweise in eine Wolldecke, nackt, umso mehr eingehüllt, umso besser, ja. Und soll sie auf einer Wolldecke liegen? Ja, ob sie jetzt drauf liegt oder sich zudeckt damit, das ist jetzt dann egal. Ja, also du musst aber auf jeden Fall, möchtest du du möchtest die Frau, die Haut der Frau spüren und gleichzeitig auch die Wolle spüren. Genau, beides. Das ist das Optimale, beides zusammen. Das ist das Optimale, ja. Und wenn sie dann das Streicheln noch auf meine Haut überträgt, dann ist es perfekt. Ja. Magst du an deiner Haut selbst denn auch gerne Wolle? An meiner auch. Es gibt ein kleines Problem, allergisch und so, also jetzt sag bloß nicht, dass du auch wird, wenn es zu warm wird und so, ich habe Neurodermitis und so, das darf ich nicht übertreiben, also ich darf es jetzt nicht 3 Stunden, aber ich spüre es an meiner Haut auch gerne. Ja. Auch sehr gerne. Hast du eine Freundin im Moment? Momentan nicht. Nee. Hast du denn schon, wie alt bist du, habe ich gesagt, 27, hattest du schon längere oder mindestens eine längere Beziehung, mit der du dieses hast teilen können? Längere eben nicht, die meisten sagen nach einer Weile so und so, ich denke, ich kann dich nicht befriedigen, also es längst waren 3, 4 Monaten, ein Jahr vielleicht mal. Ja. Früher habe ich immer nur eine weite Entfernung gemacht, da bin ich nach Köln hochgefahren zu euch oder wie auch immer und wollte es nicht hier im näheren Umkreis sagen. Und jetzt habe ich vor einer Weile den Fehler gemacht, habe 2 in das hier gesagt und natürlich, wutsch. Ach so, du hast es Frauen in deiner Umgebung gesagt und jetzt ist es rund. Jetzt ist es rund. Seit 3, 4 Monaten bin ich geäußert. Also früher habe ich das immer nein gesagt, nein, das war mal peinlich und so. Und jetzt sage ich, ja, okay, das ist mal Teil meiner Kindheit. Ich stehe jetzt dazu. Verstehe. Jetzt habe ich aber noch nicht ganz kapiert. Die Beziehungen, die du hattest. Sind alle mehr oder weniger daran gescheitert, dass sie gesagt haben, ja, das wäre so, wenn ich jetzt verlangen würde, gebt mir einen Vibrator. Wie auch immer, oder ich brauche einen zweiten Mann dabei, oder... Also, ich verstehe es gar nicht. So hoch sind deine Ansprüche ja nicht. Nee. Man kann sich ja auf eine schöne Wolldecke legen, wenn es dir dann Spaß macht. Und deine Frau kann sich doch auf eine schöne Wolldecke legen. Also so... Da höre ich öfters, dass es eigentlich nichts Schlimmes ist, aber die Frauen verstehen es halt. Also ich verstehe es, wenn sie es nicht verstehen, weil im Klartext, schon komisch, wenn jetzt die Frau sagt, du musst mich aber auspeitschen oder so, fände ich schon komisch. Also ich bin intolerant, ich würde halt mitmachen, aber... Ja, also zum Beispiel, da hast du ein gutes Beispiel. Also ich finde manch eine SM-Praktik weitaus krasser, als zu sagen, ich stehe auf einer Wolldecke. Ja, es gibt Fetisch, wo ich auch total nicht gut halte, also zum Beispiel jetzt den Fur-Fetisch, Pelz-Fetisch. Wird im Internet oder grundsätzlich sehr oft in einem Abendzug genannt. Ah, gibt's auch. Gibt's auch. Was es alles gibt, ich bin immer baff. Es gibt einen Pelzfetisch, ja. Wo Leute scharf werden, wenn sie einen Pelz im Bett haben. Ja, also das gibt's auch. Da gibt's solche Videos und alles. Nur das finde ich jetzt persönlich nicht so. Es wird gleich mal so ähnliches. Nein, ich habe das schon verstanden, dass es bei dir um reine Wolle geht. Ja, reine, es ist einfach, weil dann die Tiere dadurch. Natürlich, natürlich. Aussehen, finde ich es nicht gut. Aber was ich gerade noch fragen wollte, das heißt, es gab noch keine einzige Partnerin, mit der du das hast richtig schön praktizieren können. Doch, es gab schon 2, 3, wo wir gesagt haben, es macht mir nichts aus, aber keine lange Zeit. Du sagst, es gibt so Foren, also offensichtlich gibt es mehrere Menschen, die auf mir stehen. Ist das denn kein Kontaktfeld, dass du da Frauen findest? Es ist lustig, also wenn man so im Internet durchschaut, also wollforum.de ist zum Beispiel eine Internetadresse oder so, zigtausende. Wollforum.de, ich weiß nicht. Wollforum.de, ja, zum Beispiel. Auch amerikanisch sein, man findet hauptsächlich Männer darin. Ja. Also wollte ich gerade fragen. Frauen, entweder gibt es keine Frauen oder... Weil die trauen sich nicht, das zu sagen. Oder, ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, man findet schwer Frauen, also... Hast du denn zu Hause, wenn du mit dir selbst Sex hast, ist da auch immer eine Wolldecke dabei? Ja. Ja. Eine Sammlung sind mehrere 100 Pullover bei da. Also, ehrlich? Also jetzt im Winter halt, man geht shoppen, H&M und es ist wie eine Sucht, man sieht den und... Muss es denn wirklich reine Schurwolle sein? Also es sollte nicht zu viel künstlich sein. Nicht zu viel künstlich sein. Nicht, also es kann mal Acryl drin sein oder so Ding. Das ist halt nicht so ganz authentisch. Mhm. Es ist halt nicht so... Tut es im Grunde auch mal, es kommt ja nur im Bereich, aber wenn es halt was Echtes ist, ist es halt was Besonderes. Also Angora, es wird halt immer schwerer, das zu bekommen, weil das Zeug immer teurer wird. Ja, ich würde gerade sagen, da hast du wahrscheinlich auch schon viel Geld ausgegeben für so ganz echte Sachen sind ja nun teuer. Ja. Wie viel Wolldecken hast du denn schon zu Hause?
Decken so 8, 9. Ja. Die fangen an bei 10 Euro, gehen aber schnell bis 102, 300 Euro. Ja. Und Pullover dann auch mehrere Dutzend. Und wenn du dann für dich alleine bist, kann ich mir das so vorstellen, dass du dir dann auch schon mal gerne so ein Wollpullover anziehst, dich auf eine Wolldecke, dich auf eine Wolldecke setzt und es dir dann gut gehen lässt. Ja, streicheln, einwickeln, sag ich mal. Wie gesagt, ich finde das gar nicht so extrem. Es ist ungewöhnlich, ich habe es noch nie gehört, aber ich habe schon extremere Sachen mitbekommen. Ja, natürlich, es gibt Leute. Die Frage ist natürlich, wie bestimmend ist diese sexuelle Vorliebe für dich? Kannst du gar nicht anders ohne? Doch, ich kann schon. Also ich finde es nur nicht so schön. Also manche haben ja auch schon gesagt, ja, du bist nicht so zärtlich, du bist nicht so bei der Sache dabei, wenn das nicht dabei ist. Genau. Mhm. Also ich kann schon auch kommen nach einer, es dauert halt dann nur sehr lang. Da hat sie dann gesagt, oh, ich habe jetzt schon so zwei oder dritte, mach endlich hin und so. Dann dauert es bei mir eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Ja. Und mit dem dauert es eben dann nur 10 Minuten. Ja. Ist es so eine... Ich habe für mich immer so die Regel, was ich hier auch so sage, ich finde alles immer so okay, auch ganz seltsame sexuelle Leidenschaften, wenn man, natürlich wenn man keinem anderen damit schadet, sowieso, aber auch, man darf sich selbst damit nicht irgendwie isolieren. Das ist mein Problem. Das dachte ich jetzt schon. Mhm. Also das ist so grenzwertig bei dir mittlerweile, oder? Ja. Ist das so grenzwertig, dass du schon die Sorge hast, ich isoliere mich da zu sehr? Ja, also die ganze Zeit, ich fand eigentlich immer sehr schön und sag so, das ist immer parat und Ding, aber es ist erstens von der Haut her, ich habe so leicht Neurodermitis und durch das, dass das halt dann warm wird und juckt und kratzt auch, gibt es langsam Hautprobleme teilweise. Na gut, du musst es ja nicht tragen. Ja, ich muss es nicht, oder ich trage es auch nicht, ganz kurz. Und das andere ist natürlich, dass wenn die Frauen das nicht akzeptieren, dass es dann natürlich schwer ist, so eine sexuelle Partnerin zu finden. Also wenn du dich jetzt eine Frau verlieben würdest, spielen wir mal das durch. Am Anfang gibt es ja gar keinen Sex. Du lernst eine Frau kennen und die ist toll und hast wirklich richtig viel Gefühl, baut sich da auf. Könntest du mit einer Frau zusammen sein und sie auch sehr lieben, ohne dass sie das mitmacht? Schwer. Ich sag andersrum, die Frau braucht eigentlich gar nichts haben. Ich stelle aber gar keine Ansprüche. Sie kann weit weg wohnen, sie braucht nicht so viel Geld haben. Sie muss nur Wolldecken lieben. Sie müsste das nur akzeptieren. Sie bräuchte jetzt nicht... Also nicht die schönste Frau der Welt sein, sie bräuchte nicht die Riesenbrüste haben. Okay, aber es geht ja eben auch nicht nur in einer Beziehung um Sex und um die Erfüllung. Da ist natürlich Ehrlichkeit, hab mich schon oft verarscht worden und so. Ehrlichkeit, Treue ist da wichtig. Also, wie ist das gerade? www.wolldecke.de oder wie ist... Was nee, war? Ich habe gar keine Internetadresse. Nein, was du gerade gesagt hast, wo sich die Leute treffen. Wollforum.de im Internet, Aber wenn sich jemand da mal meldet, vielleicht habt ihr meine Nummer noch. Also. Wenn du möchtest, ich weiß jetzt nicht, wie dringlich das für dich ist und wie du es einschätzt, kann ich hier gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ja. Möchtest du? Das ist immer prima, ja. Okay, dann machen wir das so. Dann legst du auf und meine Psychologin, die Claudia, ruft dich an. Wünsche dir alles Gute. Ja, ich bedanke mich mal sehr für das Gespräch. Jo. War schön, mit dir zu sprechen. Ja, mit dir auch. Dankeschön. Tschüss. Ich bin anders, heißt unser Thema heute Nacht, wenn ihr von euch aus auch sagt, euch selbst so einschätzt und sagt, Mensch, ich bin einfach anders. Ich bin nicht so wie die Normalos, wie die Millionen und Hunderttausenden von Menschen, die man so kennt. Ich bin anders, ich stehe dazu oder ich bin anders und leide darunter. Ruft mich an, Telefonnummer 0800 220 50 50. Und an dieser Stelle Hinweis auf übermorgen Samstag. Samstag habe ich Promi-Besuch. Dirk Bach ist bei mir. Samstagabend im WDR-Fernsehen Domian um 11:45. Dirk Bach, mein Gast, und ihr könnt mitmachen und Dirk anrufen, mit Dirk sprechen, Dirk Fragen stellen, was ihr ihn immer schon mal fragen wolltet. Wenn ihr gerne mitmachen wollt, dann ruft nicht heute an, sondern mailt schon mal unter domian@wdr.de und dann rufen wir euch am Samstag eventuell zurück. Tammy ist hier und Tammy ist 23 Jahre alt. Hallo Tammy. Ja, hallo Domian. Ja, ist das ein Mann oder eine Frau? Ja, ich war mal ein Mann und bin jetzt auf dem Weg, eine Frau zu werden. Ich hab's schon. Das ist nur beiläufig. Das ist nur beiläufig? Ja. Und weswegen rufst du denn heute an zu dem Thema, ich bin anders? Ich bin anders, weil, naja, ich bin ein Pelz. Du bist was? Ein Pelz, ja, so nennen sich eine gewisse Gruppierung von Leuten, denke ich mal, einfach am liebsten, die sich halt ziemlich stark mit Tieren identifizieren. Ach, du bist ein Pelz. Ja, Pelz. Was gibt ist ja auch andere Begriffe für, aber der geläufigste ist mal Pelz, möchte ich sagen. Was gibt's denn noch? Was gibt's denn noch für Begriffe? Eine ganze Menge. Ach, da kann man einfach alles, also alle Umschreibungen für Pelz, die es da gibt, da kann man ja Stunden aufzählen, wenn ich will. Ach so, ich dachte, du meinst jetzt mit Pelz ein bestimmtes Tier.
Nein, kein bestimmtes Tier. Oh, Tiere sind da doch schon wieder spezifischer. Also, was jetzt Pelz angeht, würde ich einfach sagen, das ist einfach nur der Unbegriff für diese Gruppierung halt. Die Leute nennen sie einfach Pelze, aber es gibt ja zu viele. Okay, dann erklär ich mal. Ich hab's nicht verstanden, was es genau ist. Ein Pelz ist, wie gesagt, jemand, der sich einfach nur ziemlich stark mit einem Tier identifiziert. Da gibt es auch wieder starke Untergruppierungen. Okay, stopp. Manche Leute. Ja, okay, halt. Ja? Mit einem Tier identifiziert. Mit welchem Tier identifizierst du dich stark? Fuchs. Mit einem Fuchs. Aha, da kommen wir der Sache schon näher. Also, Oberbegriff für Leute, die sowas tun, heißt, die sind Pelz. Pelze oder so. Ja, die Leute nennen sich halt untereinander Pelze, weil es halt, wie gesagt, das ist... Ich verstehe. Also so, wie soll ich sagen, und jetzt, halt ein Oberbegriff für diese ganze Gruppierung. Okay, ich verstehe. Und bei dir ist es jetzt der Fuchs. Ja, bei mir ist es ein Fuchs. Du identifizierst dich extrem mit einem Fuchs. Warum mit einem Fuchs? Ja, ich denke einfach, die Charaktereigenschaften dieser Tierchen... kann ich ziemlich auf mich übertragen. Nämlich? Was wären das für welche? Ach, sei es jetzt, dass man gerne andere Leute verarscht. Ein Fuchs ist ja auch schon mal listig oder, also möchte sagen, hinterlistig fast schon. Ja. Nicht unbedingt, also clever, macht gerne Spaß, Schabernack, solche Sachen identifizieren wir uns dann doch ziemlich stark mit einem Fuchs und, Okay, das könnte man jetzt sagen, es ist irgendwie so ein Spaß, dass man sagt, naja, ich finde so ein Tier ganz gut, identifiziere mich damit. Aber das scheint ja doch nur nochmal weiter zu gehen. Was bedeutet dieses Identifizieren genau? Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich eher sagen, es ist so eine Art spirituelle Ebene. Ich weiß nicht, ob es bei mir schon wieder zu weit gegriffen ist. Es gibt definitiv Leute, wo es so weit geht, aber bei mir ist es halt eher eine Sache, also ich kann mich einfach ziemlich stark mit dem Tier aufgrund der Verhaltensart, möchte ich mal sagen, identifizieren. Ich mag Füchse ziemlich gerne. Ja. Okay, das hab ich auch schon verstanden. Aber wie weit geht das jetzt in deinen Alltag hinein? Hängt die ganze Wohnung voller Fuchsbilder? Verkleidest du dich als Fuchs? Und so weiter. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie bestimmend ist das für dein Leben? Ja, also ich habe definitiv einige Bilder an der Wand hängen. Ich habe natürlich auch Fuchsplüschis rumstehen. Mhm. Alles, was man so geschenkt bekommt. Ich habe auch, so nennt man diese Geschichte, ein Fursuit. Ein Fursuit wäre dann wieder so, ein was du sagst, ein Kostüm. Ein Kostüm? Ein Fursuit, ja, genau. Aha. Also das und heißt, da auch mit so einem Kopf, mit so einem Fuchskopf? Ja, genau, also genau. Komplett. Also so komplett mit Kopf und allem drum und dran. Verstehe. Also, so, und wann ziehst du, wie oft und wann ziehst du dieses Kostüm an? Hin und wieder, das braucht schon einen speziellen Anlass, da es eine sehr lange Zeit braucht, so ein Fursuit zu bauen, je nach Qualität, und die sind auch nicht gerade billig. Aber also, du besitzt ja eins, mit ein ja, Kostüm. Ja, ich habe zwei. Sagen wir mal den deutschen Begriff, dann versteht man das, ne? Also Kostüm. Ja, das ist ein Kostüm. Genau. Wann ziehst du es an? Also, es gibt ja mehrere Leute, die es haben, und man geht natürlich auch mitunter mal damit ein bisschen so vor die Tür. Also, was weiß ich jetzt nicht, man macht damit spezielle Events, so sei es mal ein Weihnachtsmarkt, dann setzt man sich ein Zipfelmützchen auf, die Kinder freut's, alle freuen sich, und es ist einfach eine lustige Aktion, man macht damit eine Menge Schabernack, möchte ich auch mal sagen. Und man hat einfach einen riesen Spaß, die Leute sind cool drauf. Ziehst du diese Kostüme oder das Kostüm auch zu Hause bei dir alleine an? Nein, das ist unmöglich. Wie, das ist unmöglich? Das ist zu kompliziert mit dem Einstieg. Man kriegt es auch alleine nicht geschlossen. Ach so. Das heißt, da sind immer andere Leute dabei. Gibt es denn Gleichgesinnte, mit denen ihr euch auf Partys trefft und alle laufen dann in so Kostümen rum? Ja, die gibt es durchaus auch, aber seltener. Also das ist in Amerika verstärkt, nicht in Deutschland. Ja. Hat das auch irgendwie eine sexuelle Komponente bei dir? Nein, das ist einfach so eine Marotte, kann man sagen. Ja, das ist ein Marotte. Mhm. Wie gesagt, die Leute identifizieren sich halt stark mit den Tieren und deswegen versucht man natürlich auch dem Tier so nahe wie möglich zu kommen. Ja, ich gehe davon aus, dass du auch viel über Füchse schon gelesen hast. Ja, definitiv. Definitiv? Also ich bin eigentlich kein Bücherwurm, aber man tut sich dann doch schon mal das ein oder andere Fachwissen an über diese Spezies. Und guckst dir gerne Füchse im Zoo an oder wo immer man sie sich anschaut? Definitiv, klar. Definitiv. Also, jetzt frage ich mich natürlich, wie kommt man auf sowas? Nur weil man ein Tier gut findet, steigert man sich doch nicht so extrem in sowas hinein. Wie kommt das? Eigentlich nicht. Das ist eine gute Frage. Wenn ich genau darüber nachdenke, ich betreibe das jetzt schon seit 4 Jahren. Ja. Fast 5. Wie fing das denn an damals? Oh Gott. Wenn ich das noch wüsste, ich war eigentlich damals auf einer Anime-Convention und ich habe damals. Auf was? Auf einer Anime-Convention. Anime.
japanischen Comics. Ach so, toll, so. Ah, ja, ja. Und da war ich auf einer Convention, da habe ich dann mit einer aus Frankreich gesprochen. Und dann haben wir da halt hin und wieder. Und sie meinte irgendwann, ja, geh doch mal nach Google und such mal danach. Mhm. Und dann findest du da was. Und irgendwie habe ich halt wohl ihr dieses Interesse übermittelt, dass ich mich für anthropomorphe Tierwesen interessiere. Ach so, für anthropomorphe Tierwesen. Anthropomorphe Tierwesen sind halt praktisch Tiere, die so laufen und agieren wie Menschen. Ja, ja. Aber das tut der Fuchs doch nicht. Nö, nicht unbedingt. Aber es gibt ja auch anthropomorphe Füchse in dieser Region und das wäre ja dann wieder mein Charakter. Ich bin nicht unbedingt der Fuchs, wie man ihn in der Natur trifft, sondern anthropomorphe. Ist das schon ein bisschen schräg alles, ne? Ich finde es schon schräg. Also, ich hatte mal eine Gesprächspartnerin hier, eine sehr, sehr interessante Frau, die sich. Das ist eine Katze. Ja, genau. Mhm. Ich habe es gehört, da gibt es eine Aufzeichnung von, die lief durch einige. Fand ich auch sehr, sehr, sehr interessant. Also, die sich dann auch als Katze nachts verkleidet hat und auch aus einem Katzentrog gegessen hat. Und das war wirklich nicht albern, das war sehr ernst gemeint. Aber bei dir ist das noch eher, ich habe so ein Gefühl, so ein bisschen eher spielerisch das Ganze, ne? Oder? Ich weiß nicht, ich bin definitiv nicht so stark in der ganzen Geschichte drin wie viele andere. Also andere betreiben es wirklich so stark, dass sie halt denken, sie sind im falschen Körper geboren und solche Geschichten. Ja, ja, sowas, genau. Ja. Aber ich meine, die Leute sind alle super drauf, die sind super lieb und ich sag mal so, unter der Hand ist das alles einfach nur eine krasse Community und die halten zusammen, die gehen durch dick und dünn. Kannst einfach dir eine gemeinsame Sache, die stark verbindet. Kannst du dir vorstellen, dass du in deinem Kostüm, in das du nicht alleine einsteigen kannst, aber es hilft dir jemand dabei, dass du in dem Kostüm mal so nachts durch den Wald streifst, um das Gefühl zu haben, wie ein echter Fuchs zu leben? Wäre doch mal eine Idee, oder? Ich sag mal so, solche paar Sachen passieren alleine, aber auch nur, um mal Fotoshoots zu machen. Also man macht natürlich auch mal einfach mal gerne ein paar nette Fotos, ne? Ja, ja. Und ich sag mal so, der Sache sind keine Grenzen. Einfach mal, auch um die Sache so ein bisschen ausleben zu können, das ist schon cool. Also, Pelz, Oberbegriff, du bist ein Pelz. Und genauer betrachtet liebst du und identifizierst dich sehr, sehr stark mit Füchsen. Das ist dein Ding und deshalb bist du anders. Wissen das eigentlich so nähere Leute von dir? Bei mir auf der Arbeit wissen es zwei. Ja, und was sagen die, er hat eine Klatsche oder belachen die das oder sagen die, naja, warum nicht? Nö, ich finde es eigentlich relativ cool. Also einen, den ich eigentlich nur zwei Tage kannte zu dem Zeitpunkt, habe ich damals ein Bild gezeigt von meinem Fursuit und er war dann hin und weg einfach von der Gestaltungsgabe, weil wie gesagt, das sind halt auch immer sehr aufwendige Kostüme und er war einfach halt so, boah, das hast du gemacht, ist ja Wahnsinn geil. Also, wir hören und viele tolerante Reaktionen, gerade im Gespräch schon, jetzt bei dir auch. Also, wenn mir demnächst mal hier vom Kölner Weihnachtsmarkt ein Fuchs über den Weg läuft, dann bist du das. Nicht unbedingt, es gibt eine ganze Menge, es gibt wirklich einige, aber es sind definitiv alles ganz liebe und normale Leute und das ist einfach auch, wenn man solche Aktionen zieht, dann auch nur ein bisschen um die Allgemeinheit so ein bisschen, möchte ich mal sagen, sehr freuen, weil die Leute freut und wir haben unseren Spaß dran. Na gut, dann wünsche ich viel Spaß und gutes Leben als Fuchs auch weiterhin. Tschüss, Tami. Tschüss, Tami. Ich habe noch eine Frage. Ja. Wie sieht das aus mit Autogrammkarten? Okay, legst du auf, wir rufen dich nur an. Ja, okay, wunderbar. Ich grüße dann eben noch kurz die Caro. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, ihr Lieben, falls ihr gerade zugeschaltet haben solltet und ihr denkt, was reden die da? Sind die jetzt alle von Sinn und sind die alle verrückt? Nein, das ist alles völlig normal hier. Unser Thema heißt nämlich, ich bin anders und gezielt habe ich gefragt und darum gebeten, dass Leute anrufen, die irgendwelche komischen, für uns langweiligen, normalen Menschen komische und merkwürdige Dinge tun und in entsprechender Weise auch drauf sind. Also ich bin anders, möchte gerne mit Menschen sprechen, die wirklich von sich aus sagen, ich bin anders und ich stehe dazu und bin gerne anders. Das ist meine Welt und möchte auch mit Leuten sprechen, die sagen, das ist eigentlich nicht so mein Ding, dass ich anders bin. Ich bin da hineingestoßen worden in diese Außenseiterrolle und leide auch darunter. 0800 220 5050. Dennis ist hier. Dennis ist 22 Jahre alt. Hallo Dennis. Ja, hallo Domian. Grüße dich. Ich bin gespannt. Ich würde gerne mit dir über ein Thema sprechen, was du wahrscheinlich nicht so toll finden wirst. Sag ich mal, ich gehöre nämlich der rechtsradikalen Szene an. Finde ich nicht so doll, stimmt, ja. Ja, habe ich mir nämlich schon gedacht. Aber immerhin rufst du ja an und willst dich mit mir darüber unterhalten. Genau, weil ich bin halt auch anders. Mhm. Aber ich sage mal, das wird vielleicht noch anders angesehen. Ich fühle mich gar nicht unbedingt anders. Ja. Weil, ich bin halt sehr, sehr Deutschland eingestimmt. Ja.
Was heißt rechtsradikale Szene? Wo bist du genau aktiv? In einer Partei oder einer Gruppierung, die man kennt? Eine Gruppierung, ja, die kennt man nicht. Mhm. Aber ich unterstütze auch aktiv das Wahlprogramm von der NPD und DVU. Mhm. Von wegen auch Demonstrationen und sowas. Und auch wählen gehe ich auf jeden Fall auch. Und das Wahlprogramm, das die verfolgen, das unterstütze ich auch. Ja. Wie lange bist du schon in dieser Szene? Du bist 22, sagte ich? Ja, ich bin damit aufgewachsen. Also das heißt, ich bin von klein auf an praktisch so aufgewachsen. Das heißt, deine Familie, deine Eltern sind auch da aktiv? Genau. Mhm. Ich denke mal, es kommt auch von meinen Großeltern. Mhm. Die haben das halt alles noch so mitbekommen, sage ich mal. Ja. Ja, und das ist von Generation halt so weitergegeben worden. Mhm. Nun hat ja kein Mensch was gegen ein gesundes Nationalbewusstsein einzuwenden, ja, und auch eine Identifizierung mit Deutschland und mit dem eigenen Land. Mhm. Aber das Üble bei uns in unserer Geschichte ist ja, dass wir einmal schlimmste Dinge damit erlebt haben. Genau. Wie stehst du zu den Dingen, die im sogenannten Dritten Reich passiert sind? Also die möchte ich auch nicht unbedingt unterstützen, weil ich finde, das ist wirklich schon Schmerzgrenze. Ich will nicht sagen, dass man jetzt auch Gewalt gegen andere Menschen, wie soll man das sagen, also keine Gewalt gegenüber Ausländern. Das ist für mich auch zu hart. Solche Sachen wie jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, Kannstein beißen, das gibt es ja auch. Und auch Gruppierung. Was heißt das genau? Kannstein beißen? Das heißt, ja, ganz krass ausgedrückt, man muss halt den Oberkiefer auf den Kannstein rauflegen und dann wird er raufgetreten. Ja. Und das kann natürlich übelste Folgen haben. Mhm. Das ist mir natürlich auch durchaus bekannt, aber sowas unterstütze ich nicht unbedingt. Ja. Was bedeutet denn dann für dich diese rechte Ideologie? Was ist denn da faszinierend für dich dran? Du distanzierst dich von den Taten der Nationalsozialisten? Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist schon richtig. Du bist gegen Gewalt gegen Ausländer? Nee, also der Grundgedanke, den Nationalsozialisten verfolgen, den habe ich nur auch schon. Und welcher wäre das? Das wäre, es ist halt das deutsche Land und ich kann das nicht verstehen bei den Problemen, die unser Land hat. Aber dafür musst du nicht Nationalsozialist sein, um dich für Deutschland auszusprechen. Das kannst du in jeder großen demokratischen Partei machen. Ich finde nicht, dass demokratische Parteien das unbedingt so unterstützen. Aber darf man sich überhaupt ansatzweise auf eine Idee der Nationalsozialisten berufen, wenn man weiß, welches unfassbare Leid und Elend durch Nationalsozialisten in Deutschland an Deutschen und in Europa angerichtet worden ist? Ja. Die haben ja nun unser Land auch kaputt gemacht. Ja, das ist richtig. Die haben diese unglaubliche Verbrechen an den Juden begangen und so weiter. Das muss ich ja gar nicht alles erzählen. Ja, wie kann man da überhaupt noch mit gutem Gewissen sagen, ja, ich sympathisiere irgendwie mit denen? Das verstehe ich nicht, ehrlich nicht. Ja, also das ist jetzt wirklich schwierig zu erklären. Also davon möchte ich mich irgendwo schon distanzieren. Ja, das habe ich ja gerade schon mit Erstaunen festgestellt, dass du das tust. Und deswegen ist mir das irgendwie nicht eingängig, dass du dann dennoch dabei bist. Wie gesagt, ich habe nichts gegen ein gesundes Nationalgefühl, wirklich nicht. Habe ich auch. Auf einer humanen Ebene und nicht also, auf ein... Es geht auch darum halt, um Ausländerausweisung. Da sage ich mal so, man sollte nicht unbedingt das Gewalt gegen diese Menschen anwenden. Ja. Aber das heißt, diese Probleme, die wir in unserem Land haben, mit so und so vielen Ausländern, ja, da kann ich es nicht nachvollziehen, dass man eine Stelle mit einem ausländischen Mitbürger besetzt. Sofern noch irgendein deutscher Arbeitsloser vor den Toren sitzt. Okay, sofern der deutsche Arbeitslose bereit ist, das zu tun, was viele Ausländer bei uns mittlerweile machen. Es gibt so viele Deutsche, die das alles gar nicht mehr machen würden. Die Müllabfuhr, die gar nicht mehr als Putzfrauen arbeiten wollen und so weiter. Mhm. Also beschränkt sich das jetzt auf die Ausländerfrage, dass du sympathisierst mit diesem rechten Gedankengut? Oder was ist es noch? Erklär's mir, ich verstehe es nicht. Ja. Also das beschränkt sich schon hauptsächlich auf diese Ausländerfrage. Ist ein bisschen wenig, ne? Und man kann auch eine kritische Stellung zur Ausländerpolitik haben innerhalb der CDU, innerhalb der SPD. Selbst das geht. Dafür musst du nicht dich an eine Partei ranhängen oder an eine Gedankenströmung ranhängen, die so viel Blut an den Händen hat. Mhm. Ja gut, das ist jetzt ziemlich schwierig zu erklären. Ja, ich wundere mich auch wirklich, dass du hier anrufst. Das besagt mir ja auch, dass man durchaus mit dir reden kann, dass du einfach, dass du nicht plump irgendwas runterleierst von Parol. Das merke ich ja schon auch.
Ja. Kann das auch sein, dass du einfach wirklich durch diese Familie und einfach da so reingezogen worden bist? Das schwirrte mir gerade so im Kopf. Also das sind jetzt auch Argumente von dir, die ich höre, wo das vielleicht nicht so ganz jetzt passen könnte, ne? Vor allem mit dieser Gewalt und sowas. Ja. Und das ist halt dieser Grundgedanke, wie schon gesagt, mit dem ich aufgewachsen bin. Ja. Ja, aber diese ganze Gewaltgeschichte, was da halt im Dritten Reich passiert ist, finde ich auch nicht so prall. Mhm. Ja. Wie reagieren denn, hast du nur Freunde um dich herum, die auch in diesen Szenen sind, oder hast du auch noch andere Leute? Also jetzt wirklich feste Freunde, mit denen ich mich auch treffe, das sind alles Personen aus der rechtsradikalen Szene. Was reicht das? Ja. Warst du denn schon mal beteiligt an Gewaltaktionen? Ja, beteiligt war ich schon. Du warst beteiligt an Gewaltaktionen? Was hast du oder was habt ihr gemacht? Ich persönlich nicht, aber wir sind halt mit einer größeren Gruppe, das ist schon öfters vorgekommen. Mhm. Wenn man auf Diskotheken gekommen ist oder wenn man abends unterwegs war und eine kleinere Gruppe von Ausländern sind uns entgegengekommen. Mhm. Ich habe leider Bekannte, die dann austicken, wenn man sowas beobachtet. Mhm. Und die sind halt auf diese Leute dann losgegangen. Nur weil sie Ausländer waren? Genau. Das ist absolut bescheuert, Dennis. Mhm. Das ist absolut bescheuert. Das ist genauso bescheuert. Es gibt auf der anderen Seite ja auch. Es gibt auch Schlägertrupps bei Ausländern. Will ich gar nicht wegreden. Gibt es. Die Großstädte sind voll davon, von den Gangs. Ja. Das ist genauso bescheuert und genauso schlimm wie das, was ihr macht. Warum denn? Warum denn? Ja, warum? Ja, warum? Warum? Und vor allen Dingen, stell dir mal vor, was alles da passieren kann bei solchen Schlägeraktionen. Es kann ein Mensch getötet werden. Es kann ein Mensch vielleicht für sein Leben lang im Rollstuhl sitzen, weil einer irgendwie nicht richtig oder an die passende Stelle geschlagen hat. Ja, das ist richtig. So, und mit so einem Gewissen würdest du dich belasten wollen? Ja, wenn ich es persönlich machen würde, könnte ich das wahrscheinlich nicht. Ja, aber du machst es ja letztendlich mit, indem du dich ja in diesen Kreisen aufhältst. Es ist doch einfach das niedrigste Niveau, was man sich überhaupt vorstellen kann. Einfach auf jemanden raufzukloppen, nur weil der aus einer anderen Stadt kommt, aus einem anderen Land kommt. Du würdest ja auch nicht gerne zusammengeschlagen werden wollen, wenn du, weiß ich jetzt, in der Türkei aus der Disco kommst, nur weil du ein Deutscher bist. Oder in irgendeinem anderen Land, ist ja völlig egal. Nee, ist auch richtig. Also, bist dir nicht so ganz sicher in deiner Grundhaltung, ne? Nee, also das Problem ist ja auch, wenn man halt in diesem Kreis ist und keine richtigen Leute kennt, ja, ist mir klar. Die sie halt nicht diese Haltung vertreten, kann man halt das auch nicht lernen, in Anführungsstrichen, sage ich mal. Ja, und es ist halt rauszukommen, ne? Stimmt, und es ist auch sehr schwer rauszukommen, denn die Frage lautet ja dann, wohin? Ich habe ja so schnell auch keine anderen Leute. Das ist halt in der Familie, so sind die Bekannten und man macht sich auch seine Gedanken, was denken die über einen? Ja. Was passiert danach? Du bist 22 Jahre alt, was machst denn du vom Beruf? Ja, ich bin vor einem halben Jahr entlassen worden in meiner Firma. Ich habe auf einem Recyclinghof gearbeitet. Mhm. Und da schwillt einem auch ein bisschen der Kamm dann an, weil ich persönlich bin ersetzt worden durch ausländische Mitbürger, die halt für weniger Geld arbeiten. Mhm. Und das ist Tatsache. Ja. Mhm. Und durch solche Sachen, das fördert halt diesen Grundgedanken. Ja. Aber die Firma wird von Deutschen geleitet. Das ist richtig. Ja. Also, wenn man überhaupt von Schuld reden kann, ist der Firmenchef schuld, aber nicht die Menschen, die jetzt dafür weniger Geld arbeiten. Okay, aber wenn man jetzt sagen würde, wenn diese Menschen gar nicht hier wären, dann würde es dieses Problem auch nicht geben. Mhm. Dennoch, sicher kann man über so etwas diskutieren, aber dennoch ist das ja nie und nimmer ein Grund, einen Menschen, der vielleicht ein ganz wunderbarer Typ ist, wenn man ihn persönlich kennenlernen würde, zusammenzuschlagen. Nein, das ist okay. Das sehe ich auch. Ich glaube wirklich, Dennis, denk darüber nach, dass du, auch wenn du selbst nicht mit Hand anlegst, aber du trägst auch Verantwortung, wenn du mit in so einem Trupp drin bist und auch nur Schmiere stehst oder weiß ich was. Irgendwann, du bist ja erst 22, aber vielleicht wirst du in 10 Jahren mal drüber nachdenken, Mensch, was habe ich für eine Scheiße damals gebaut? Ich habe vielleicht Sachen mit zu verantworten, die ich nie wieder gut machen kann in meinem Leben. Mhm. Vielleicht kriegst du irgendwie die Kurve. Ich würde es dir sehr wünschen, wobei ich jetzt auch keinen klugen Rat für dich habe, so aus deinem Milieu da so mir nichts, dir nichts rauszukommen. Kann ich ja auch nicht sagen. Das ist das wahrscheinlich müsste man die Stadt wechseln. Wahrscheinlich schon, ja. Ja. Ich würde dir gerne gleich nochmal eine Adresse geben. Dann kannst du entscheiden, was du machen willst. Das ist so ein Aussteigerprogramm für Leute aus der rechtsradikalen Szene. Kannst du machen, was du willst mit, aber ich würde es dir gerne geben. Ist das okay? Ist okay. Dann legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar. Okay, alles Liebe. Guten Abend, Jan.
Ja, vielen Dank, Tim. Ne? Alles Gute. Tschüss. Alles klar, gleichfalls. Tschüssi. 0800 220 50 50, die Telefonnummer. Die E-Mail-Adresse domian@wdr.de, das Thema Ich bin anders. Und hier ist Kirsten und Kirsten ist 21 Jahre alt. Hallo Kirsten. Hallo. Hallo. So, du bist auch anders. Ja, richtig. Warum? Ich habe eine Muskelkrankheit, Fibromyalgie nennt sich die. Mhm. Und kann deswegen kaum noch irgendwas tun, was Leute in meinem Alter eigentlich so tun. Ja. Also ich musste mein Abi abbrechen und kann also nicht mehr großartig, also eigentlich gar nicht mehr wirklich weggehen, kann nicht mehr alleine leben, muss mich alles, was über 100 Meter ist, mit dem Rollstuhl fortbewegen und ja. Also du bist an einen Rollstuhl gebunden. Das Gehen ist nur noch in der Wohnung möglich. Ja, richtig. Und dann auch nur wackelig wahrscheinlich, oder? Ja, also es ist so, dass ich muss täglich viel Morphium nehmen wegen den Schmerzen. Und wenn ich das nicht hätte, ginge das Bewegen gar nicht. Mhm. Also wegen den Schmerzen dann. Wie lange hast du diese Krankheit schon? Seit über 5 Jahren jetzt. Ist das eine genetische Erkrankung? Nein, soweit ich weiß nicht. Also sie ist noch nicht so wirklich durcherforscht, sage ich mal. Mhm. Die kam von heute auf morgen. Plötzlich war sie da. Ja. Wie hast du es gemerkt? Was waren die ersten Anzeichen? Ich habe einen Winter lang ständig Blasenentzündung, Nierenbeckenentzündung, Harnwegsinfekte und so weiter gehabt. Immer hintereinander weg, nicht mal eine Woche Pause dazwischen und dachte, es wäre einfach so eine Phase. Ja. Dann war eine Woche Pause und dann bin ich eines Morgens aufgewacht und hatte die Schmerzen. Wo? Im Rücken hauptsächlich. Im Rücken. Mhm. Also da fingen sie an und mittlerweile also ist es... Wo sind die Schmerzen jetzt? Überall, wo Muskeln sind am Körper? Überall, wo Weichteile am Körper sind, ja. Überall, wo Weichteile sind? Also Muskeln, Sehnen, sowas alles. Nerven. Das heißt ja im Prinzip fast überall. Ja. Im Gesicht auch? Ja, aber es gibt Stellen, an denen sich mehr konzentriert. Es ist bei jedem anders, bei jedem Fibropatienten. Bei mir ist es hauptsächlich Rücken und Beine. Ja. Ja. Sagst du den Namen der Krankheit nochmal? Fibromyalgie. Ja. Schreitet die Krankheit fort? Also bei mir hat sie es schon getan. Ich weiß von vielen anderen, dass es da auch so war. Ich weiß auch, dass es nicht unbedingt so sein muss. Mhm. Ja. Das heißt, rein theoretisch kannst du mit dieser schweren Erkrankung auch sehr alt werden. Es ist nicht unbedingt eine tödliche Krankheit. Es gibt keinen tödlichen Verlauf der Erkrankung. Nein, also sie ist unheilbar, aber nicht tödlich. Kann man das so verstehen als Laie, dass die Muskulatur oder die Weichteile zerfallen die oder sind die entzündet oder wie kommt es zu den Schmerzen? Es ist eine Art Verklebung. Also für Laien heißt es auch Weichteilrheumatismus eben. Das heißt, eigentlich hieße das ja entzündet, aber es sind Verklebungen, die das Ganze abdrücken und ja. Und du musst täglich in deinen jungen Jahren von 21 Morphium nehmen, ja. Um die Schmerzen zu ertragen. Ja. Wenn du sie nicht nehmen würdest, würdest du es gar nicht aushalten. Dann ging gar nichts mehr. Gibt es starke Nebenwirkungen von diesen starken Medikamenten? Ja, klar, auf jeden Fall. Welche zum Beispiel? Also es ist bei der Erkrankung ist man sowieso schon sehr oft müde und das verstärkt sich natürlich. Am Anfang ist natürlich auch viel Übelkeit und ja, man vergisst viel und ja. Du hast gerade gesagt, dass du im Rollstuhl sitzt. Das ist doch wahrscheinlich auch doch eine Folge davon, dass die Krankheit schon schlimmer geworden ist. Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang ging es noch einigermaßen. Da hatte ich auch noch Opiate statt Morphine. Da konnte ich noch teilweise in die Schule gehen, habe mich so durchgekämpft, bis kurz vorm Abi, bis es dann schlimmer geworden ist und ich dann abbrechen musste. Hast du Angst, irgendwann ganz bettlägerig zu werden? Oder besteht die Sorge nicht? Also für mich besteht die Sorge schon, weil ich eigentlich schon nicht viel mehr tue, als im Bett zu liegen. Also es ist eben sehr anstrengend, irgendwas anderes zu tun. Also wenn du so in der Wohnung, weiß ich jetzt, von deinem Schlafzimmer ins Badezimmer schlurfst, ist das für dich schon sehr anstrengend? Also das geht noch, die liegen doch sehr nah beieinander, aber also ansonsten ist es schon relativ anstrengend. Mhm. Ich habe zum Glück Hilfe von meinen Eltern, ich wohne in deren Haus noch, ja. Weil ohne die würde ich das alles gar nicht schaffen, also einkaufen und so geht ja auch nicht. Mhm. Ich habe es ja gerade schon gesagt, 21 Jahre alt. Du hast es selbst gesagt, du kannst all das nicht tun, was eine 21-Jährige eigentlich macht. Ja. Deine ganze Lebensplanung ist durch diese Krankheit über Bord geworfen. Ja, richtig.
Wie siehst du jetzt dein Leben? Ja. Deine Zukunft? Ich hoffe immer noch darauf, dass irgendwann, also es gibt eine OP-Möglichkeit, die ich zwar eigentlich schon durch habe, aber eventuell noch eine minimale Chance habe, dass es dadurch besser werden könnte. Eine OP-Möglichkeit? Aber man kann doch nicht alle Weichteile aufschneiden. Nein, nein. Nein, um Gottes Willen. Nein, es gibt bestimmte Meridiane an bestimmten Stellen des Körpers, wo man diese Hauptverklebungen wegnehmen kann. Ach so. Und bei einigen gibt das Erleichterungen. Es ist allerdings in Anführungszeichen nur bei 80%. Mhm. Ist natürlich eigentlich viel, nur die anderen 20% haben eben Pech gehabt. Und also. Was heißt Pech? Das funktioniert es dann nicht oder geht es Ihnen noch schlechter danach? Nein, nein, das funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Ja. Mhm. Ist das eine komplizierte und schwerwiegende Operation? Nein. Und das hast du schon einmal machen lassen oder ansatzweise? Das habe ich zweimal machen lassen. Jetzt steht im Frühjahr die dritte Operation an. Mhm. Und ja. Und wo wird da geschnitten? Im Rücken oder? Nee, es sind Punkte an Armen und Beinen. Ach so. Und die ersten beiden Operationen, hat das denn ein bisschen was gebracht? Also es hat insofern was gebracht, als dass ich vorher, wenn ich Schübe hatte, also akute Schmerzschübe, dass es dann, es früher so war, dass ich jedes Mal für mindestens eine Woche ins Krankenhaus musste, um die Morphiendosis zu erhöhen. Das war bisher nicht so. Ja. Also bisher war Krankenhaus zum Glück dann wieder außen vor. Mhm. Und was noch war, dass ich eine Zeit lang fast im 90-Grad-Winkel gebückt ging, wenn ich denn gegangen bin. Ach so. Und das ist mittlerweile auch, also... Das ist behoben? Ja. Mhm. Also dann gab es dann doch schon einen Fortschritt, ne? Eine Verbesserung. Mhm. Also der Arzt selbst sagt, es wäre zwar zu klein, aber das gibt mir natürlich Hoffnung, dass diese dritte OP dann vielleicht noch was packt. Das ist jetzt so eine kurzfristige Überlegung, die nächste OP im Sommer nächsten Jahres. Ich meinte jetzt so mit der Frage, wie du deine Zukunft siehst. Hast du die Hoffnung, überhaupt irgendwann vielleicht doch nochmal was beruflich machen zu können? Oder bist du jetzt eigentlich, hast du dich schon damit abgefunden, ich werde jetzt immer krank sein, muss immer im Bett bleiben, mehr oder weniger? Teils, teils. Also es ist eine Sache, dass ich natürlich trotzdem überlege, wenn ich wieder fit werden würde, was würde ich dann tun und dann schon konkrete Vorstellungen habe, in welchen Job ich gehe und so weiter und so fort. Was wäre das für ein Job? Am liebsten Aufnahmeleiterin. Aufnahmeleiterin beim Fernsehen? Ja. Ah ja. Musst aber viel rumlaufen und viel rumrennen. Ja, eben. Sehr anstrengend. Eben. Mhm. Und andererseits ist es natürlich schon so, dass man dann doch an bestimmten Tagen wieder völlig die Hoffnung verliert und sich denkt, es klappt eh nie. Seit ein paar Jahren ist die Krankheit nun akut bei dir. Haben sich viele Freunde von dir abgewandt aufgrund der Erkrankung? Sehr viele. Also eigentlich habe ich wirklich, auf die ich zählen kann, nur noch zwei Freunde. Eine kenne ich seit 10 Jahren schon, das andere ist mein Ex-Freund und bei den beiden weiß ich auch ganz genau, also das ist im Prinzip der Vorteil an dieser ganzen Sache, wenn es denn einen gibt, dass ich jetzt weiß, auf wen ich mich da wirklich verlassen kann. Aber das ist immer so. Ich glaube, wirkliche Freundschaften zeigen sich immer dann, wenn es ernst wird. Ja. Ne? Wenn es einem gut geht, kann man immer toll sagen, ja, meine Freunde und hier und toll und umarmen und Küsschen, aber wenn es hart auf hart kommt, da zeigt es sich, wer Freund ist. Du hast gerade gesagt, Ex-Freund. Ja. Ist die Beziehung auseinandergegangen wegen der Erkrankung? Nein, also er hat mich schon kennengelernt mit der Erkrankung. Ah, ja. Und da war sie allerdings noch nicht so schlimm. Mhm. Und das war nicht der Auslöser, weshalb wir uns getrennt haben. Also bist du aufgrund der Erkrankung auch sexuell eingeschränkt? Ja, natürlich, klar. Das auch. Das heißt, du kannst so eigentlich keine normale Sexualität leben und mit einem Mann schlafen? Das weiß ich nicht. Also ich meine, er ist nun mein Ex-Freund und danach kam niemand mehr. Mhm. Deswegen, also ich könnte mit Sicherheit keine akrobatischen Dinge mehr machen. Mhm. Also ich denke, wenn ich mich dann ruhig hinlege, sage ich mal einfach. Dann ging es. Ich denke schon, ja. Naja, mein Hintergedanke war, dass vielleicht auch der ganze Bereich der Genitalien auch betroffen ist von der Erkrankung, dass das sogar schmerzhaft wäre dann für dich. Nee, das geht. Das geht, das ist nicht so. Ist das eine Sehnsucht, eine Hoffnung, vielleicht dann doch auch nochmal eine Beziehung zu haben? Ja, natürlich. Klar. Natürlich, ne? Ja. Mhm. Mhm. Aber es ist natürlich auch schwer, jemanden zu finden, der dann bereit wäre, ständig mich zu besuchen und ja. Du wirkst sehr, sehr vital, habe ich den Eindruck. Du wirkst auch so wie jemand, der sich mit seinem Schicksal arrangiert hat. Ist das so?
Jein, also es ist so, dass ich mich dran gewöhnt habe, wobei man dann streiten könnte, ob das gut oder traurig ist. Ich bin mir selbst nicht so ganz sicher. Und ich gewöhne mich halt immer mehr dran und habe eben dann doch schöpfe Kraft daraus, dass ich eben diese beiden Freunde habe, mhm. denen ich auch super dankbar bin, dass sie da sind und meine Eltern, meine Geschwister, mhm. die super viel für mich tun und deswegen... Ich glaube, der Weg ist richtig so, den du gehst. Wenn du ständig mit allem hadern würdest und traurig wärst und vielleicht immer nur daran denken würdest, wie schön es wäre, wieder normal und gesund zu sein, mhm. Würde es dir wesentlich schlechter gehen wahrscheinlich als jetzt, wenn du es so akzeptierst, wie es ist. Ja. Das glaube ich schon. Hut ab vor dir. Finde ich ganz toll, dass du das so hinkriegst und wünsche dir von ganzem Herzen zum Beispiel Erfolg auch bei der OP nächstes Jahr und überhaupt, dass du dich mit dem Leben wieder arrangieren kannst. Dankeschön. Alles Liebe und alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war die Kirsten. Und hier ist der Anders? Ja, hallo, das ist richtig. Anders, mit Vornamen Anders? Ja, ganz genau, deswegen. Ich sah das Thema, ich bin Anders. Und das passte doch ziemlich genau auf mich. Und ich glaube, deswegen bin ich auch Anders, weil ich so heiße. Ganz im Ernst, du heißt mit Vornamen Anders? Ja. Darf man so heißen in Deutschland? Darf man, ohne weiteres. Ehrlich? Das ist auch ein ganz normaler Name eigentlich. Guck ich mal nachher im Namenslexikon nach. Also ich weiß nicht, ob es im Deutschen drin steht, aber die meisten Leute kennen natürlich den Nachnamen Andersson. Das heißt ja nichts anderes als der Sohn vom Anders. Ja, wir kennen auch Thomas Anders. Ja, den auch. Das ist leider eher ein Problem für mich. Ja, aber ich kenne niemanden, der mit Vornamen so heißt. Ich kenne auch, also ich war in Dänemark und Schweden, insofern kenne ich relativ viele. Also ja, vielleicht da, stimmt. Auf Grabsteinen häufig gesehen. Ja. In Deutschland habe ich in meinem ganzen Leben, ich bin 27, habe ich zwei kennengelernt. Das ist ja lustig. Und unsere Lehrerin persönlich. Ich bin Anders und mit wem rede ich? Mit Anders. Ganz genau. Das ist auf der einen Seite natürlich immer ein bisschen kurios, auf der anderen Seite sehr kommunikativ, weil man kommt natürlich sofort ins Gespräch. Ja, wahrscheinlich hast du schon 100.000 Mal diese Assoziation gehört, die ich gerade auch ausgesprochen habe. Thomas Anders, ne? Ganz häufig. Und also, du kannst es nicht mehr hören, ne? Ja. Ja, das glaube ich, ja. Also es war irgendwie klar, dass sowas nochmal fällt. Ansonsten höre ich auch gerne sowas wie Anders ist anders als die anderen. Aber es ist... Gibt es immer so ein Stutzen, dass die Leute sagen, hä, ich habe hier gerade auf meinen Monitor geguckt und habe gedacht, die Kollegen haben sich in der Regie vertippt, der heißt wahrscheinlich Andreas oder ja, sowas, ne? Andrea oder Andreas und ich sag auch immer, hallo, nicht Andreas, sondern Anders und es ist mir ein einziges Mal passiert beim Arzt, dass die Sprechstundenhilfe meinte so, nee, weiß ich. Und ich so, wissen Sie? Und sie so, ja, wir haben noch einen Patienten, der heißt so. Ach. Und jetzt ist es so, dass ich mittlerweile nicht mehr in Köln wohne, sondern umgezogen bin in den Norden. Ja. Und die Besonderheit ist, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, wenn du in Köln bist, sagst du, hallo, ich bin der Anders, ich bin der Thomas, ich bin der Martin. Mit dem Artikel davor. Mhm, ja. In Süddeutschland komplett, aber in Norddeutschland lässt man den Artikel weg. Ja. Das heißt, für mich heißt dann nur, hallo, ich bin Anders. Und wenn die Leute sich vorstellen und sagen, ja, ich bin Anders, dann sagen die, ja, ist mir schon klar, dass du nicht so heißt wie ich, aber wie heißt du denn? Verstehe. Ah. Wie heißt du, wenn du es sagen magst, mich würde interessieren, wie dein ganzer Name ist. Wie ist dein Nachname? Du musst es nicht sagen, aber wenn du es sagen willst, dann ist es... Ja, also die Leute, die der Name ist halt nicht so häufig, die Leute, die jetzt noch am Radio sind oder im Fernsehen, die wissen es eh, wer ich bin. Ja. Also mein Nachname ist Grabmann. Grabmann, ganz deutsch. Ach. Das ist ja nur auch wieder ein komischer Name. Grab, so wie die Grabstätte? Ja, wie die Grabstätte. Anders Grabmann. Ist aber auch eher ein Name aus dem Süddeutschen, habe ich mal rausgekriegt. Das Kuriose ist, ich habe noch einen zweiten Namen. Und der heißt Morten. Und ich sollte eigentlich Morten mit ersten Namen heißen. Ja. Und dann fielen meine Eltern auf, dass Morten Grabmann vielleicht ein bisschen hart wäre. Das stimmt allerdings. Aber Anders Grabmann klingt ja fast schon wie ein Künstlername. Du könntest Schriftsteller werden oder ach, sowas. Danke. Wenn du jetzt über meine journalistischen Fähigkeiten Bescheid wüsstest, würdest du da wahrscheinlich eher von abraten. Was machst du denn für einen Beruf? Bitte? Ich bin gerade Student, aber ich schreibe gerade Diplomarbeit. Also. Und ich hatte gerade das Thema Journalismus mit meinem Professor besprochen. Ja. Er meinte, als guter Mensch in der Wirtschaft müsste man auch ein guter Journalist sein, weil man die Ergebnisse auch entsprechend präsentieren müsste. Also du willst in die Wirtschaft gehen? Ja, also ich studiere auch in der Richtung. Hm? Du studierst in der Richtung. Hm. Gibt es auch Vorteile mit diesem Namen, dass man da eher ins Gespräch kommt mit Leuten? Vielleicht mit Frauen auch oder so? Ja, also wir jetzt auch. Also mit Frauen, klar, eigentlich letztendlich ist es egal. Aber man wird öfter mal in die schwule Ecke gedrängt, weil ich bin Anders. Ja, ja gut, klar, das ist schwul. Das ist schon plumper Schatz. Ja, nein, das bricht das Eis, das ist klasse. Also ich habe mich dann gewöhnt in 27 Jahren. Ja. Wenn es ganz hart kommt, dann stelle ich mir mit zweiten Namen vor, wenn ich meine, es führt zu Problemen. Aber im Prinzip ist es lustig. Ich glaube, ich habe mehr Vor- als Nachteile im Leben gehabt. Warum haben sich deine Eltern für diesen seltsamen Namen entschieden? Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ursprünglich sollte ich ja Morten heißen. Ich glaube, es ist daran, ich habe einen norwegischen Onkel und meine Eltern sind sehr, skandinavophil. Ah, so. Also sie haben sehr viele Urlaube da verbracht. Dann kamen die das von da.
Bitte? Da kannten die das von da. Genau, da kannten die das von da und dann haben sie es übernommen. So, im Nachhinein bist du da doch damit zufrieden oder ärgerst du dich ein bisschen? Nein, ich bin damit zufrieden. Also doch nicht lieber Andreas? Nee, ich überlege die ganze Zeit, wie ich meine Kinder nenne, weil ich halt dieses kennengelernt habe, einfach einen anderen Namen zu haben. Ja. Und das ist schon aufregend zum Teil, ja. So, das war sehr schön, auch noch in der Sendung Ich bin anders mit Anders gesprochen zu haben. Ja, vielen Dank. Schöne Grüße in den Norden. Dankeschön. Alles Gute im Studium und mach's gut. Jo, tschüss. Auch, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. Morgen sind wir wieder da. Heute in der Technik Michael Jansen. Morgen gibt's wieder eine Sendung. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Eine offene Themensendung. Und Samstag um 11:45 abends im WDR Fernsehen ist Dirk Bach mein Gast. Und ihr könnt mitmachen und euch jetzt schon mal anmelden unter domian@wdr.de. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Bei Böttinger zu Gast Abenteurer. Zum Beispiel Schauspieler Friedrich von Thun mit seiner Frau Gabi. Als Weltenbummler haben sie Spannendes erlebt und...